Hallo, in diesem Video geht es um die Bookland Farm. Das vom Modder MS Modding ist die Version 1.0.0.0. Größe ist 724,04 MB. Und er schreibt: Willkommen auf der Bookland Farm, basierend auf einem realen Standort in Somerset. Enthalten sind drei Bauernhöfe, Kühe, Schafe, Ziegen, Schwein und Pferd, mehrere Verkaufsstellen, Kneipe, Gartencenter, Gewerbepark, 75 unterschiedlich große Felder, mehrere Wälder, Sägewerk, britische Themenbereiche. Gestörte Simulationen für die Verwendung von UK Geo Version 5. Oxygen David Gras Textur, benutzerdefinierte Oxygen David Beleuchtung, Oxygen David neue Roggenkulturen, Premium Erweiterung DLC Crops Works, Karotten, Pastinaken und rote Beete, plattformübergreifend, weidende Tiere hinzugefügt, Kühe, Schafe und Ziegen, nur für PC, Kuhkapazität auf 500 erhöht, GoWild DLC Paket aktualisiert, plattformübergreifend, zusätzliche Tiere hinzugefügt, plattformübergreifend, Genehmigung von Bronchema Toys, Ziegenmilch, Cross-Plattform, Antler 22 Modding, Alfalfa hinzugefügt, Misthaufen hinzugefügt, Kühe, plattformübergreifend, 4D Modding, Aire Agri Modding, benutzerdefinierte Schlammtexturen, Bullet Bill Erntetexturen, Weizen, Raps, Gerste, Hafer, Benji FS Maisanbau, einige kleine Anpassungen an der Karte, um die Leistung zu verbessern, einige neue Modelle entworfen, nur benutzerdefinierte Tierhaltung funktionieren von ModHub aus, mit den neuen Tieren. Schauen wir uns mal die Screenshots an, da haben wir quasi so eine Farm, da haben wir die PDA-Karte mit den verschiedenen Höfen eingezeichnet, da haben wir noch auch nochmal auf eine BGA-Anlage anscheinend ein Screenshot, da haben wir dann nochmal eine Farm, wird es wahrscheinlich sein, dann hier hinten haben wir einen Fahrzeughändler und quasi ein Traktor, der wo Grassilage fährt. Hier haben wir einen Schafstall. Und dann schauen wir uns das Ganze mal im Spiel an. So, und da sind wir auch schon. Schauen wir uns mal an. Wir starten quasi an den Hof mit Bauernhaus, Kleiderschrank und Schlafen. So eine Tankstelle. Kann man öffnen. Das ist eine Werkstatt. Hier drüben haben wir Gewächshäuser. Da haben wir eine kleine Spielwiese für Kinder. Dann haben wir hier Fahrzeugunterstände. Hier auch nochmal. Hier haben wir, denke ich, jetzt einen Kuhstall, ja. Das wäre ein Unterstand nochmal. Mal dann nochmal Unterstände und anscheinend ein Silo mit Trocknungsanlage. Okay, dann müssen wir auf der Karte mal anschauen, was das hier ist. Und das ist bestimmt für Kühe oder Schweine oder so. Mit diesem Laufgitter. Da haben wir nochmal ein Silo, ein Flüssigdüngertank, denke ich, ist es. Und nochmal einen Unterstand. Schauen wir uns die Karte mal an. Da sind wir momentan bei diesem Hof. Das ist. Da gibt es ja eine Beschreibung auch dazu. Das ist die Kuhfarm, also wird der andere Stall wahrscheinlich auch für Kühe sein. Dann haben wir grün, hier ist die BGA. Dann blau, da ist die Schweinefarm. Dann haben wir die Pferdefarm, die ist hier unten. Und den Tierhändler. Fangen wir mal da gleich an. Also da ist der Tierhändler, da ist ein Gartencenter. Buckland, Balks. Können wir mal schnell hinschauen. Okay. So eine Art Landhändler wird es sein. Beziehungsweise Gartencenter.
Oder ist ein Gartencenter, ja. Okay, das ist vermutlich eins. Weil es da als zwei Verkaufsstellen angezeigt wird, aber ein Betrieb. Dann haben wir hier Stroh- und Heuverkaufsstelle. Da haben wir eine Schafweide. Hier oben Biogasanlage. Backlandkorn, also schätze ich mal so eine Mühle bzw. ein Lager, Backland Bikes, Fahrzeughändler, Backland Inn, also schätze ich ins Nimbus, mittlerer Treibstofftank, Kuhstall, Flüssigdüngertank, Pharma 800 und Obi 1000 Silo, Fahrzeuglagerung mit Werkstatt, großer Treibstofftank, das britische Farmhaus, mittleres Gewächshaus und eine Hühnerweide. Hier oben haben wir Sägewerk und nochmal Sägewerk oder beziehungsweise Hackschnitzelhaufen. Genau, jetzt können wir uns da mal, schauen wir uns diesmal nochmal an, das Backlandkorn, was das jetzt ganz genau ist. Und nochmal so Flüssigdünger-Silos. Das scheint eine Getreidelagerung mit Trocknung zu sein. Nochmal, das schaut aus wie ein Supermarkt. Hier wäre der Fahrzeughändler. Dann hier waren wir schon. Sägewerk. Kann man auch mal schnell vorbeischauen. Das Standard-Sägewerk. Und noch die Stroh- und Heuverkaufsstelle. Okay, schaut so aus. Backland Inn, das könnte man uns mal anschauen. Ich denke, dass es ein Imbiss ist, oder nein? Oder doch, ja. Schaut aus wie ein Imbiss. Man sieht, der Motor hat viele Objekte auch mit reingenommen, wie jetzt LKWs herumstellen, erstehen, auch eigene Gebäude gemacht. B&B, Bed and Breakfast, ein kleines Hotel. Schauen wir uns mal die Produkte an. Da hat er geschrieben, da sind ja ein paar neue mit dabei. Administration. Okay. Könnte sein, aber ich glaube, das ist nur das Symbol anders. Das Alfalfa hat er gesagt und das Alfalfa Heu. Das Rui. Und irgendwas von Pastinak ist er da auch gestanden. Das sehe ich jetzt aber da nichts. Es kann vielleicht sein, dass sich da nur um Verkaufsstation handelt. Dann haben wir ja einige landwirtschaftliche Geräte. Hier haben wir Schafweide, Kuhstall, Hühnerweide. Aufträge gibt es auch. Produktionsketten, Tomaten, Salat, Erdbeeren, das wird das Gewächshaus gewesen sein, genau. Und Biogasanlage, Silagegülle, Mist, Zuckerrübenschnitzel. Dann schauen wir mal ins Kaufmenü. Wir haben den Fan-Favorit 511C. In Masse Ferguson MF7115S. Metrisch haben wir Glas 3,27, mal was anderes. Bei sonst ist immer der Deutz. Teleskoplader von New Holland. Den TH7.42 Elite. Auto haben wir Lizard Pickup 2017. Anhänger haben wir Glas Karat 140 TD. Schneidwerk haben wir von Glas das Conview Flex 1080. Gruppe haben wir von Köckerling den Vector 570. Sägetechnik haben wir von Pöttinger den Terrasim C6F. Walzen haben wir von Dalbo Powerroll 1230 HD. Mähtechnik haben wir zwei Mähbalken, jeweils von Pöttinger. Novacat A10 Crossflow, Novacat 301 AMED Pro. Ballenpressen haben wir von Massey Ferguson, die MFRB 4160V Protect. Teleskopladerfahrtwerkzeuge haben wir von Maxi, eine Universalschaufel und eine Ballengabel. Transportanhänger-Schneidwerke haben wir von Nardi, den N60-35.
Dann haben wir noch Gewichte, einmal von Fendt und von Akko. Das von Fendt hat 3,3 Tonnen und das von Akko 2,3 Tonnen. Gemietet haben wir nichts. Dann schauen wir uns mal die Bodentexturen an. Granit, Schotter, trockenes Gras, Gras. Matsch, okay. Bäume, sieht jetzt auch aus wie die Standardbäume aus dem Spiel. Sträucher auch. Wenn man da noch irgendwas so speziell vom Modder ist. Backland Farm Mod, genau, da haben wir die Kuhweide. Schafe, da haben wir Schafweide vom Backland Farm. Sonstiges, okay. Muss man mal in Produktion Standard Fabriken. Dann die Verkaufsgebäude auch Standard, Gewächshäuser auch Standard, Plantagen auch Standard und Generatoren auch. Hallen. Haben wir Fahrzeugschuppen in L-Form. Da setze ich Backlandfarben, mittleres Fahrsilo, 12x28 Meter. Silo-Erweiterung sind die Standard. Container auch Standard. Tools. Haben wir das Fahrzeuglagerung mit Werkstatt. Und das britische Bauernhaus. Gut, da machen wir mal einen Rundflug um die Karte noch. Jetzt haben wir uns noch vergessen, quasi die Felder anzuschauen, was uns gehört alles. Also das Grundstück 1 gehört uns und dann quasi diese Wälder und diese Verkaufsstellen. Und Straßen gehören uns auch. Gut, dann starten wir mit dem Rundflug. Oh, da ist die Kartengrenze schön eingezeichnet. Da haben wir noch unbewirtschaftete Wälder oder beziehungsweise Grundstücke, wo man zu Wälder machen muss. Hier haben wir einen Wald. Sägewerk ist im Wald. Oder beziehungsweise kann man diese als Wiesen nutzen. Oder es sind doch Wälder. Aber hat Gras. Jetzt muss man keine Felder erstellen. Haben wir hier auch noch Felder. Nochmal Waldgebiet. Da haben wir nochmal Kühe, Kuhstall. Felder am Rand, da nochmal im Waldgebiet. Oder ist es zugänglich? Nein, da kommen wir gar nicht hin. Dann hier ein Pferdehof mit Reitanlage. Hier ist die BGA. Und nochmal, haben wir uns ja davor angeschaut, genau dieses Kornlager. Dann haben wir hier den Ort, den Campingplatz. Ja, diese, ja, diesen, dieses quasi, da dieses Bed and Breakfast Hotel und hier ein Gasthaus. Und hier schaut aus wie was für Schweine. Da haben wir nochmal Waldgebiet, beziehungsweise da sind wir dann schon rum. Das war der Starthof da. Das ist ein Transformator. Gehen wir nochmal ganz hoch, um die Karte von ganz oben nochmal anzusehen. Man sieht, von den Feldgrößen ist alles dabei, also große Felder, kleine Felder, Waldgebiete.
Verkaufsstellen. Die Feldform auch schön in die Landschaft mit eingepflegt. Also dass es nicht zu künstlich wird. Und so die Randbegrenzung. Tut mal da, was aufeinander steht. Aber wirkt schon wie eine große Karte. Also wenn man jetzt wieder anschaut, ist eigentlich gut gemacht. Also wirkt größer als es ist. Ja gut, das war's zu dieser Karte und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen, könnt den Kanal abonnieren und ich würde sagen, wir hören uns in dem nächsten Video. Bis dann.